Guten Abend. Der Vorstoß von Friedrich Merz zum Asylrecht schlägt hohe Wellen. Das kann man nun von zwei Seiten betrachten, politisch und inhaltlich juristisch. Die juristische Seite beleuchten wir gleich noch näher. Politisch stellt sich die Frage, was Merz, der Parteichef werden will, damit erreicht. Eines hat er auf jeden Fall erreicht, seinen Mitbewerber Jens Spahn zu überholen. Deutsches Asylgrundrecht schlägt UN-Migrationspakt. Damit ist die CDU nun aber wieder mittendrin in einer Debatte, die ihr in Konkurrenz zu ihrem Angstgegner AfD in der Vergangenheit nicht viel gebracht hat. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die AfD dank Finanzskandalen und möglicher Beobachtung durch den Verfassungsschutz selbst in der Defensive ist. Politstrategen betrachten das als eher suboptimal. Aber das muss für Merz ja kein Kriterium sein. Klaus Brodbeck berichtet. Ja, soweit die politische Debatte. Wir wollen uns die Aussagen von Friedrich Merz aber auch noch mal inhaltlich näher ansehen. Aus der Redaktion Recht und Justiz ist Günther Neufeld bei uns. Friedrich Merz forderte ja gestern eine europäische Lösung und sagte das deutsche Grundrecht. Aber nun gibt es ja auch diesen Grundgesetzartikel 16a, der steht da im Grundgesetz. Findet er denn in der Praxis überhaupt keine Anwendung? Überhaupt relativ unbedeutend. Für die juristische Einschätzung, Günther Neufeld. Zu den wirklich wenigen Fällen, bei denen dieses individuelle Asylrecht des deutschen Grundgesetzes in der Praxis zur Anwendung kommt, könnte demnächst der Fall Asia Bibi gehören. Hier würde dann einem Menschen Schutz gewährt, der direkt aus dem Staat, in dem er nicht mehr sicher ist, nach Deutschland kommt. Nach Angaben der Unterstützer von Asia Bibi, zu denen unter anderem das katholische Hilfswerk Missio gehört, hat die Bundesregierung für ihre Einreise grünes Licht gegeben. Entsprechende Zusagen gibt es auch aus anderen Ländern. Wo immer Asia Bibi am Ende Schutz finden wird, ihr Fall wirft ein Schlaglicht darauf, wie Christen weltweit unter Verfolgung leiden. Kamran Safiarian berichtet. Ob beim Asylrecht oder anderen Grundrechten, am Ende ist in Deutschland das Bundesverfassungsgericht die höchste richterliche Instanz, die über die Einhaltung des Grundgesetzes wacht und dessen Urteile auch nicht anfechtbar sind. Dass das Bundesverfassungsgericht hierzulande so hohes Ansehen genießt, hängt stark damit zusammen, dass es nicht als parteipolitisches, sondern als unabhängiges Gremium wahrgenommen wird. Erbitterte Kämpfe wie in den USA, wo Donald Trump mit seiner Partei gerade einen ihm genehmen Richter an den Supreme Court brachte, gibt es in Deutschland in der Regel nicht. Obwohl auch in Deutschland Verfassungsrichter direkt aus der Politik kommen können. So wie jetzt Stefan Harbart, den der Bundestag heute zum neuen Richter wählte. Er erhielt dafür die notwendige Zweidrittelmehrheit, die weit über seine Partei, die CDU, hinausgeht. Aber es gibt auch Kritik. Joachim Pohl und Christoph Schneider berichten. Auf seiner Herbsttagung betont das Bundeskriminalamt aktuell die Gefahren, die von Cyberkriminalität ausgehen und dass mehr gegen Hacker und Computerbetrug getan werden muss. Als starker Wirtschaftsstandort ist Deutschland, auch in der digitalen Welt, ein besonders beliebtes Ziel für Wirtschaftskriminelle. Große Konzerne wappnen sich dagegen mit ganzen Abteilungen hochbezahlter IT-Fachleute. Kleine und mittelständische Unternehmen oder Freiberufler tun sich damit sehr viel schwerer, obwohl sie genauso angegriffen werden. Baden-Württemberg will seinen vielen Mittelständlern bei der Abwehr nun besser helfen. Mit einer sogenannten Cyberwehr, deren Experten schnelle Notfallhilfe leisten. Oder, wie es der baden-württembergische Innenminister formulierte, digitale Tatortreiniger, die diskret zum Einsatzort kommen. Mehr darüber von Hilke Petersen. Andy Warhol wäre im Februar dieses Jahres 90 geworden. Würde er noch leben, hätte er an der heutigen digitalen Welt vermutlich seine große Freude. Das Internet als Plattform, auf der sich theoretisch jeder seine 15 Minuten Ruhm abholen kann. Oder jenen rund um die Uhr folgen, die bereits prominent sind. Bilder, von denen man nicht weiß, ob sie echt sind. Werbung, die sich als solche nicht offen zu erkennen gibt. Es wäre ihm wohl ein Fest. Davon ist auch sein Neffe überzeugt, der in unserem Bericht gleich zu Wort kommt und interessante Einblicke in das Leben seines berühmten Onkels gibt. Anlass ist eine große Ausstellung, die sich diesem Jahrhundertkünstler widmet, in seiner Stadt, New York. Nicolette Pfeiler-Tull berichtet. Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter diskutieren Maybrit Illner und ihre Gäste über den Brexit. Kann Europa daran zerbrechen? Um 0.30 Uhr gibt es dann heute Plus mit Hanna Zimmermann. Und uns gibt's morgen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.